Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario, die Legende vom Ionentor. Im letzten Part sind wir ins Hauptquartier eingedrungen. Wir haben, würde ich sagen, mindestens die Hälfte auch schon geschafft. Wir gehen jetzt mal ins UG1 wieder hoch. Unten sind wir nämlich fertig. Rechts. Und dann schauen wir mal nach rechts. Und wenn euch das Spoil gefällt, wir erinnern uns ja dem Finale sehr schnell. Oh, das ist die Schwache. Lasst gerne ein Like, abonniert den Kanal und bleibt dran. Ja, ich fühle auf jeden Fall Yoshis Attacke hier sehr. Muss ja absolut reichen. Jeder Like, jeder Abo, jeder Kommentar hilft uns. Also Angriff. Alles ungefähr so viele wären das. Wie gerade Yoshis kamen. Das wäre Premium. Ja, das wäre nicht schlecht. Ein Hoch auf die Screenshots. Treffen wir jemanden? Oha. Quizbot! Wie geht's dir? Sag mal, was willst du hier? Du willst in unser Rechenzentrum und du brauchst einen Liftschlüssel. Nun, den wirst du dir wohl erkämpfen müssen. Wenn du verlierst, ist dein Leben in ernster Gefahr. Also, was wirst du tun? Kämpfen! Ha. Für dich gibt's kein Entkommen mehr. Es ist soweit. Zeit für das große Crucionquiz. Crucionquiz, was auch immer. Du siehst, wenn du auf 5 der folgenden Fragen richtig antworten kannst. Wenn du über 3 falsch machst, so wird dein Schicksal schrecklich sein. Kommen wir also zur Frage 1. Was verbirgt sich in diesem Raum? Alter, ein Power-Rüssel. Was meinst du? Und wieder können wir noch tiefer mit dem. Achso, Liftschlüssel wahrscheinlich, den für den anderen. Ja. Liftschlüssel? Bist du dir sicher? Na klar. Ja, das war richtig. War die Frage zu leicht. Denk nicht, dass das hier so einfach bleibt. Die nächste Frage wird dich ins Verderben stürzen. Und jetzt Frage 2. Wer wartet in Blütenweiler auf Kupios Rückkehr? Kupine. Jawohl. Kupine, sicher. Immer doch. Oh, das ist auch richtig. Na, die Frage war auch zu leicht, es wird aber noch schwerer. Jetzt kommt die nächste Frage. Also Frage 3. Hier ein Goomba, Hothead, Käfer und Wuhu. Wie viele Beine birgt das insgesamt? Goomba hat 2, Hothead auch. Der hat gar keine Beine. Das ist ein Lava-Block. Ach, das Ding war das, okay. Das ist 2, hat der Käfer 4 oder 6? 4. Also 6. Hätte ich auch gesagt. 6 Beine, bist du sicher? Oh, auch richtig. Nächste Frage. Wir fangen gerade erst an, bereit für Frage 4. Dann schnell, wo fand sich das Diamanten des Sternjuwel? Piratenkönig? Nein. Bauch? Ja. In Logarts Bauch. Sicher. Oh, auch richtig.
Eine brauchst du noch, also hüte dich, jetzt kommt eine unglaublich schwere Frage. Wer war der erste Champion in der Arena von Falkenheim? Dark Toadster. Ja. Dark Toadster, bist du sicher? Oh, das ist korrekt. Du hast schon Fragen korrekt beantwortet, der Sieg ist dein. Ach, die anderen Fragen wären noch. Palmina und Romanzo aus Rohling, was haben sie auf der Insel verloren? Der Ring war woanders. Die Kette? Das war der Ring. Die haben den doppelt verloren. Ach so. Und die vierte Frage ist das hier? 7. 7. Und, achso, und die letzte? Eine dürfte sie noch haben. Ah, die letzte. Komisch. Dann kannst du doch bis zu dem Punkt einfach. Nee, kannst du gar nicht. Verflucht, die konnte ich nur verlieren. Ja, das ist unerträglich. Hier dein Preis. Ha! Gucken wir uns die Ebe jetzt noch an. Was ist an? Wenn es die Ebe noch. Na gut, da ist nichts weiter. Ja, hä, doch? Wo willst du denn hin? Stopp! Ich hab gesagt, nach links. Du hast gar nichts gesagt. Es kommt zumindest nichts durch. Ja, du musst nach links. Stopp! Der vierte Zahnrad setzt es ein. Ich glaube, das ist jetzt à la Disco. Ja, in die Reihenfolge, das ist auch das Screenshot. Links, rechts, Mitte. Jetzt macht Jan. Ja, jetzt darf Jan sein Lieblingsminispiel spielen. Oh nein. Der Kram bewegt sich nach links, solange du Y gedrückt hältst. Halte dann nach X gedrückt, um den Kram in Richtung hinterer Wand zu bewegen. Nutze diese Technik, um Items und Münzen zu sammeln. Alter. Wir wollen gar nicht wissen, wie viel Geld Jan schon an so Maschinen ausgegeben hat. Nicht viel. Dafür bin ich zu geizig, ich kann das nicht. Wann hast du das bemerkt, dass du es nicht kannst? Früh meistens, wenn ich lasse ich es andere machen. Man sieht auch warum. Manchmal fragt man sich, wie ein manche Dinge wirklich hinbekommt. Also das. Was soll denn das jetzt? Ja, es ist immer wieder verwunderlich. Hä, hey, das wird doch jetzt nicht so schlecht. Naja.
Da lässt sich streiten. Schützt dein Partner vor Statuseffekten, Vergiftung oder Schwindel? Schützt dich vor Vergiftung oder Schwindel? Also die Frage ist, das sinnvoll anzulegen? Die Frage ist auch, wie teuer das ist. Nein, lohnt sich nicht. Ja. Wir haben jetzt einen Gegner, der das die ganze Zeit nutzt. Ins UG2 zu. Da war nämlich der andere Lift. Ja, da wollte ich ja eben schon hin. Hui. Und jetzt sollten wir ins UG4. Übrigens das UG von Peach. Oha. Peach. Vielleicht duscht sie. Die noch nicht. Ja, war zu erwarten. Oha. Warum machst du das? Der hat doch gar keine Verteidigung. Ich hätte den normaler mal genauso gekostet. Das jetzt irgendwas? Ah. Gibt's nichts zu machen hier? Hey. Ich kann's aber mal rechts gucken, ob da noch was ist. Vielleicht finden wir ja die Leiche von Tech. Die Leiche? Vielleicht doch nicht. Ja, der Raum ist verschlossen. Also ab ins UG3. Links. Oh Gott, alle, Mann. Multisprung an Yoshi. Was geht denn da ab? War doch eben schon. Das habe ich jetzt erstmal gesehen, so richtig. Kann auch sein, dass das auf dem letzten Part schon mal war. Und das weiß ich nicht. Maximal der Sprung nicht? Nee. Jetzt wirst du nicht besiegen können. Doch. Nein. Doch. Nein. Mit der Verteidigung oder wie? Ich glaube, dass beim letzten Mal der Typ, wenn er 7 hatte, überlebt hat. Oder war es ein anderer Gegner? Nein. Ah. Davon, wenn man nicht das macht, was ich sage. Oh! Aha. Ja, genau, weil du das auch einberechnet hast, du Dödel, ey. Auf jeden Fall. Immer. Deswegen hast du es auch nicht abgewehrt. Kann man das überhaupt abwehren? Man weiß es nicht. Sicherheit. Wenn man ein Playthrough machen will ohne Schaden, wird das wohl so sein. Was tun sie? Ich dachte, vielleicht darf ich auf alles treten, außer auf das Grüne.
bist halt auf das Grüne nicht richtig gelaufen. Doch. Aber doch nicht. Ich nehme mal, du bist zu weit vorne. Ich raste hier gleich aus. Du bist weiter nach hinten. Es ist vorne. Hinten. Das geht nicht, wenn du gehst. Das geht einfach in seinem Tempo. Das musst du jetzt nicht mitnehmen. Mach's, wenn das alles wieder aus ist. Der KP-Schlauch. Alter. Piep. Rechts. Ach so. Kommst du denn darauf? Vielleicht hätte ich dir gesagt, dass es jetzt noch einen versteckten Aufzug gibt. Wir haben alle, okay. Dessen Peach ist garantiert hinter der Tür, oder? Oh Gott, vier von euch. Pupi, oh. Nicht reichen. Ich glaube, der Powerpanzer macht genauso viel. Es geht nur um die Verteidigung, glaube ich. Der Angriff ist nicht stärker. Jetzt müsste aber der Hammer auch reichen, theoretisch. Aber das kann es natürlich. Alter, da sind wir schon wieder fast im Level up. Läuft gut, würde ich sagen. Ja, du musst Bart um darüber werfen. Ich lasse ihm ein bisschen Rätsel. Wow! Alter, Jump and Run. Na, so viel. Oh Gott, Jump gab's da jetzt nicht.
Oh nö. Oh, das ist ein Ultrampilz. Wollen wir den? Ja. Können das bestimmt irgendein Highlight, was ein bisschen BP und ein bisschen KP auffüllt, verbrauchen. So, was haben wir noch für BP und KP? War da nicht Sterndünner oder sowas von diesen Sachen? Ne, KP-Erholung, das war Parma. Das macht auch keinen Sinn. Das war das Feuerwürstchen. Ja, das nehmen wir. Sicher? Ja. Aber BP. Hä? Das füllt doch BP auf. Nee, füllt's nicht. Hä? Das. Willst du mich verarschen? Ach, du willst es jetzt nutzen. Ja. Deswegen sag ich ja, ich will was nutzen, was BP und KP auffüllt, hä? Solltest dein Mikro wieder umstellen. Ja, das sagst du jetzt nur, weil du einmal was nicht verstanden hast. Ja, hab ich vorhin doch auch schon nicht. Mehrmals. Ja, das war ein einzelnes Wort. Ja, aber ein einzelnes Wort kann sehr entscheidend sein. Wenn du sagst, geht er lang oder geht er nicht lang, dann ist es schon ein Unterschied. Das passiert nicht, Wertheim. Kannst auf die Zahnräder springen. Dann bist du da nicht weitergegangen? Weiß ja nicht, ob ich das will. Wollen wir. Was willst du mit dem machen? Ja, den nehmen wir auch mit. Ich hasse dieses Spiel manchmal. Ach Mann. Musst du ja denn da unbedingt runterspringen? Welche Röhre du nehmen sollst. Naja. Thank you.
Wir sollten uns unten heilen. Nicht jetzt darüber gehen? Du kannst die Röhre da unten nutzen und landest wieder hier oben. Oder da unten halt, aber du wirst nicht weit weg landen. Jetzt kommt nämlich hier nach gleich im Bosskampf. Deswegen werden wir speichern. Und dann war es das für diese Folge. Eieieiei. So, das war's dann wohl mit diesem Part. Und im nächsten Part werden wir den blauen Block hier aktivieren. Wir werden die lila Schlüsselkarte einsetzen. Und wahrscheinlich dieses Kapitel abschließen. Also nicht verpassen, Like da lassen. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Paper Mario 2, eine Legende von mir. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.